das Zundernest. Der Name Zundernest bezeichnet seine Form. Pflanzliche Materialien werden wie ein Nest geformt, dessen Funktion es ist, den Zunder aufzunehmen und in eine Flamme zu verwandeln. Es reicht, eine Vertiefung in die Mitte des Zundernests zu drücken, wo der Zunder mit Glut hineingelegt werden soll. Gute pflanzliche Materialien sind Schilfgras, Klettenlabkraut, trockene Gräser oder trockener Lindenbast. Alles, was wie Stroh oder Heu aussieht. Sind die Materialien zu starr, müssen sie zerrieben werden, bis du lockere Fasern hast, die du zu einem Nest formen kannst. Es bedarf immer einer gewissen Entzündungstemperatur. Diese bekommst du nur über die Glut. Je feuchter das Zundernest ist, desto mehr Zunderanteil Glut brauchst du. Denn je mehr Zunder du hast, umso mehr Glut kannst du anpusten und umso heißer wird alles. Dabei trocknen die Materialien im Zundernest besser und können sich so leichter entzünden. Buschkraft, das Buch vom Waldhandwerk von Sepp Fischer.